Was hat eine Zigarre mit Otterstadt zu tun? Tabakanbau in Otterstadt. Aus diesen kleinen, nur 0,1 Milligramm schweren Saatkörnern werden innerhalb von 3 Monaten 3 Meter hohe und bis zu 10 Kilogramm schwere Tabakpflanzen wachsen. Dies bedeutet eine millionenfache Gewichtszunahme. Bevor die winzigen Körner mit der abenteuerlichen Sortenbezeichnung Jupiter 901 jedoch Anfang März in einem Frühbeet gesät werden, piliert eine holländische Firma den Qualitätssamen. Er wird dabei auf eine Größe ummantelt, die Saatmaschinen verarbeiten können. Diese Dose reicht für weit mehr als ein großes Tabakfeld. Die Auspflanzung des frostempfindlichen Nachtschattengewächses erfolgt Ende April. 30.000 Pflanzen werden pro Hektar gesteckt. Im anfänglichen Wachstumsstadium wird die saftig grüne Tabakpflanze oftmals mit Salat verwechselt. Im Juli entfaltet der Tabak seine wahre Pracht. Zwischen 1 bis 3 Meter groß und mit 10 bis 24 saftig grünen breiten Blättern versehrt, verwandeln vor allem seine rosafarbenen Blüten die Landschaft um Otterstadt in einen nahezu paradiesischen Garten. Rund 250 Betriebe gibt es in Rheinland-Pfalz mit einer gesamten Anbaufläche von 1250 Hektar. Otterstadt ist dabei die nördlichste Spitze. Wegen den hartnäckigen Verhandlungen auf dem Markt wird der pfälzische Duwak auch Schikanekraut bezeichnet. Die rückläufige Subventionierung des Tabakanbaus lässt von Jahr zu Jahr die Anzahl der Betriebe kleiner werden. Josef Hillenbrand ist einer von 4 Otterstadter Landwirten, der Tabak anbaut. Von den 11 Hektar auf Otterstadter Gemarkung gehören ihm 3,5. Seit Generationen baut seine Familie Tabak an. Ihm schauen wir in diesem Film bei der Tabakernte über die Schulter. Es gibt in der Regel 2 bis zu 4 Erntestufen, wobei jeweils 4 bis 5 Blätter pro Erntestufe von unten bis oben abgebrochen werden. Die untersten 3 bis 4 Blätter in Bodennähe nennt man Krumpen. Sie haben besonders geringen Nikotingehalt. Danach folgen 3 bis 5 Stück der edelsten und wertvollsten Blätter, das Sandblatt. Es ist reich an aromatischen Ölen und Harzen. Das Hauptgut umfasst 4 bis 7 Blätter, groß und körperhaft mit ausdrucksvollem Aroma. Unterhalb der Blüte findet man das Obergut, bestehend aus 2 bis 4 Blättern, das mit einem besonders starken Aroma beschrieben wird. Um den Trieb der Pflanze in den Blättern zu stärken, brechen die Erntehelfer die Blüten der Pflanzen ab.
Am Nachmittag werden die geernteten Blätter zur Tabakscheune gefahren. Hier werden die Blätter eingenäht und als Bündel zu rund 45 Blättern zum Trocknen in die Scheune gehängt. Bei entsprechendem Wetter dauert das Trocknen 3 bis 4 Wochen. Die saftig grünen Blätter verwandeln sich in gelbe und dann braune, staubtrockene und wesentlich kleinere Reste. Im Herbst werden die getrockneten Blätter dann nach ihrer Qualität sortiert und in Kisten zu Ballen gepresst, verwogen und um die Weihnachtszeit an die Tabakindustrie geliefert. Seit einigen Jahren ist dies Rothändler. Und so bereitet der Otterstatter Tabak so manch einem als Zigarette, Zigarillo oder Zigarre einen aromatischen Genuss.